Wir haben uns jetzt hier gestern Abend in Mallorca, beziehungsweise gar nicht wahr, in Malaga, ich bin schon durcheinander, eingefunden. Und ja, wir wohnen hier relativ urtümlich bei einem Bekannten meiner Frau. Wie sie immer sagt, seid der Best Platten, also dafür wohnen wir kostenlos. Und es hat so sein ganz eigenes Flair. Es ist so eine Hinterhofwohnung, spanische. Und ja, es ist sehr, sehr urtümlich, aber hat, wie gesagt, sein absolut eigenes Flair. Ist richtig cool. Ist nicht jedermanns Sache, ist halt nicht all-inclusive oder so, hat keinen Pool. Aber wir fahren heute noch zu Bekannten, die einen Pool haben. Da mache ich noch ein weiteres Video. Aber ja, wie gesagt, ich finde es super cool. Ich mache jetzt mal eine Runddrehung. Die Leute, die 5-Sterne-Hotels gewohnt sind, gucken jetzt besser weg. Aber wie gesagt, es ist halt richtig urisches Leben. Und deswegen gefällt es mir persönlich oder uns beiden sehr, sehr gut. Ich drehe jetzt mal die Kamera, nicht erschrecken. Ansonsten haltet euch die Augen zu. Na, das ist unser Waschbecken. Da vorne, das wird der Nachbar gerade irgendwas aufräumen. Das ist die Tür des Nachbarn. Hier ist unsere Tür. Alles schwer mit Eisen vergittert. Also Einbrecher hat hier keine Chance. Jetzt schwenke ich gerade noch mal rüber. Ich sehe, hier ist alles total überbelichtet. Schwenke ich gerade noch mal rüber. Man sieht hier die Häuser. Da ist der Putz ganz schön abgefallen. Satellitenschüssel überall, wie es sein muss. Das hier sind übrigens direkt oben drüber zu sehen Wäscheleinen. Aber ich glaube, das hier im Nachbarhaus, das ist ein Stromkabel. Wollte mal ein Video von drin machen. Es sind Steckdosen an der Wand, wo Kabel oben rausgucken und irgendwas angeschlossen ist. Das ist Sama. Aber man lebt so und es gibt nicht den deutschen Normungswahn. Das ist echt cool. Meine Frau putzt sich gerade die Füße. Ich glaube, davon mache ich besser kein Video, sonst schlägt die mich gleich tot. Ah, ich drehe mal langsam. Das ist Natascha. Das ist meine Frau Wir sind in Natascha. Spanien. Wir sind in Spanien, ganz genau so ist es. Ja, ich mache nachher gleich nochmal ein Video von der Umgebung von Zitronen und Co. Wir fahren jetzt, wie gesagt, nachher noch zur Casa Erika, eine Finca, wo wir uns kennengelernt haben. Da treffen wir Deutsch-Russen. Er lebt dort und bewirtschaftet die Finca. Die beiden Töchter machen dort Yogakurse zurzeit und die Frau ist auch zurzeit da. Das heißt, die ganze Familie ist da. Ich guck mal, wenn die nicht kamerascheu sind, mache ich dann nachher noch ein Video. Und ja, auf jeden Fall ist super cool. Macht richtig viel Spaß bis jetzt. Hat halt ein ganz anderes Feeling. Das Leben ist ein bisschen langsamer. Und ja, wir schauen mal. Bis später. Paka auf Spanisch. Na, hasta luego, jetzt gedacht. Adios amigos, y amigas. Es ist jetzt morgen des dritten Tages, morgens um kurz vor 8 in Fuengirola, ja, Südküste Spaniens. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen das Ambiente mit einfangen, was man hier morgens hat. Überall hört man irgendwie Leute reden, klopfen. Es ist halt, wie gesagt, irgendwie so Hinterhöfe von ja, mit großen, keine Ahnung, wie viele Einwohner es hier gibt, ein paar 10.000 nehme ich an, Stadt. Und das Lichtspiel ist sehr schön. Die Sonne kommt jetzt gerade so über den Horizont. Irgendwie vor einer halben Stunde war es noch ziemlich dunkel, was mich irgendwie überrascht hat, aber egal. Und ja, sieht man hinten dran so einen Zitronenbaum, die sind auch grün, also es sind keine Limetten, sondern wirklich Zitronen. Und ja, man kriegt halt so mit, wie so eine südspanische Kleinstadt erwacht. Hier und da hört man Handwerker klopfen. Die Spanier fangen in Anführungszeichen früh morgens an, haben dann irgendwie bis kurz vor 12 oder bis 12, dann machen die erstmal ordentlich Siesta. Auch bei den Geschäften. Also das heißt, jetzt zu mir, dass du was brauchst, hast du verloren. Und ja. Wir fahren heute Pizza backen. Ist jetzt nicht die spanischste aller Aktivitäten, aber ein Bekannter von uns hat eine Finca. Da will ich nachher auch noch ein kleines Video machen. Casa Erika, die Besitzerin, die Erika ist jetzt gerade da und mit der mal ein bisschen quatschen, wie sie da zum Haus in Spanien kam und so weiter und so fort. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Man hört es vielleicht im Hintergrund, wir sind am Meer, haben es jetzt am zweiten Morgen geschafft, mal zum Strand zu gehen. Wir wollten total früh aufbrechen. Es ist auch erst 10:30. Und ja, Mischke hat absolut Glück, weil es ist
Ja, keine Ahnung, ich habe ein bisschen das Thermometer geschaut, aber es sind glaube ich so 25, 26 Grad, das heißt echt aushaltbar. Das letzte Mal, als ich in Spanien war, waren 43 Grad, deswegen ist echt okay. So, ich schwenke jetzt mal nach hinten. Hinter mir ist die Küstenlinie des wunderschönen kleinen Ferienortes, in dem wir hier sind. Ich habe den Namen vergessen, aber ich schaue mal nach hinten. Es ist Zivilisation, wer hätte es gedacht. Überall große Apartments und Hotels, das heißt eher weniger was für den Mischka. Aber heute Nachmittag haben wir jetzt schon abgemacht, fahren wir wieder zur Casa Erika und da hat der Mann, der Besitzerin Erika, der Reinhold, hat einen Pizzaofen gebaut und da gibt es heute für 20 Gäste Pizza. Da helfe ich dann ein bisschen aus beim Anfeuern und ich helfe noch aus beim Pizzamachen. Zum einen fällt dafür eine super gute Steinofenpizza ab und zum anderen, ja, ich mag gern Pizza machen. Vom rollenspielerischen Aspekt gespielt habe ich natürlich nicht. Ich glaube, die Leute, mit denen ich hier bin, beziehungsweise bei denen ich bin, die haben keine Ahnung vom Rollenspiel. Aber ich habe angefangen, die Bäuberath-Kampagne zu lesen und bin jetzt bei Meister der Dämonen, heißt glaube ich, der erste Band. Das erste Abenteuer Albraum ohne Ende enthält, da bin ich jetzt auf Seite 60. Ist natürlich unglaublich wenig, weil ich mir vorgenommen hatte, im Urlaub sowohl die ganze Bäuberath-Kampagne zu lesen, als auch die Rise of the Runelords, die wir dann zu Rise of the Space Lords umbauen wollen, sowohl die Grundregelwerke von Starfinder und Wrath and Glory. Ob ich das Ziel noch halten kann, weiß ich echt nicht. Da meine liebe Frau plant wie Napoleon, wie die Russen so gern sagen, morgen nach Gibraltar, dann noch irgendwann in die Alhambra. Das heißt, es wird wohl mehr Urlaubsloks geben als, mal schauen. Ich bewege mich mal ein bisschen, vielleicht sieht das nicht schlecht aus. Wird es mehr Urlaubsloks geben als Rollenspiel-Update, aber ich habe jetzt ein bisschen in die G7 reingelesen. Und das Startabenteuer fängt vom Plot her noch relativ chillig an, sehr geradlinig. Für unsere Gruppe sehr, sehr passend, muss ich sagen. Da die Geweihten, die wir dabei haben, werden da gut was zu tun haben. Das Thema Glücksspiel kommt ein bisschen auf. Das heißt, unser guter Fex-Geweiser Ryoji wird ein bisschen was zu tun haben. Ansonsten die Weißmagier und Weidenerkrieger, also Talion und Cesare, passen da echt wie die Faust aufs Auge, als hätten die beiden da alle für das geplant. Aber ich versuche jetzt echt der Prämisse nachzukommen, dass ich die ganze G7 lese, bevor wir sie anfangen zu spielen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit mit Albtraum ohne Ende, mit Staub und Sterne. Na, schauen wir mal. So, jetzt mache ich nochmal einen Schwenk, so richtig Influencer-Style, übers Meer, weil es hat schon echt was, hier am Meer zu sitzen. Ich bin ja nicht so der Sonne-Strand-Urlauber, aber das ist echt schön. Ich würde mal sagen, ich nehme mal ein bisschen hoch und dann drehe ich mich mal. Und da könnt ihr mal schauen, jetzt kommt hinter mir das Meer, jetzt halte ich mich bestimmt voll in die Sonne und man sieht gar nichts. Ich habe keine Ahnung, ob man da was sieht, das prüfe ich gleich nach. Schwenke ich mal ein bisschen so, jetzt ist hier hinten dran noch ein schöner Berg, auf dem wir noch nicht waren und ich weiß noch nicht, ob wir da hinfahren. Aber ja, hier gibt es hinten dran, ich drehe mich mal weiter, gibt es auch so bezahlte Liegen und so weiter, nehme ich an. Aber da kennen die meine Frau ganz schlecht. Also Imbissbuden und bezahlte Liegen werden uns kein Geschäft machen. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns später auf der Casa Erika beim Pizzabacken. Und ich habe vor, mit der Erika selbst noch ein Interview zu machen. Das hat jetzt gestern Abend irgendwie nicht geklappt. Wir waren von Grillen und Wiedersehensfreude irgendwie total, ja, nicht dazu imstande, Videos zu machen. Deswegen würde ich sagen, bis später. Es ist heute der vierte Tag. Wir sind jetzt relativ früh, also relativ früh ist es jetzt 9 Uhr, aufgebrochen nach Njaha. Hier ist der Mercadillo. Das ist ein ziemlich großer Markt. Und wie gesagt, meine Frau hat ja eine Zeit lang hier in Spanien gelebt, die kennt sich da aus. Für die Mädels ist es ganz toll, da kann man Handtaschen und Klamotten und sowas für 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro kaufen. Ich guck mal, ich hatte das letzte Mal, als ich hier war, Glück gehabt bei Magic-Karten. Ich glaube nicht, dass ich hier spanische Rollenspielbücher finde oder so oder Würfel, aber wir gucken einfach mal.
Zum Stand G7 lesen, viel, viel zu weit hinten. Aber ich gebe weiterhin nicht auf. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich gleich mal vom Markt. Bis später. Ich habe ein cooles Gemälde gefunden, was mich so ein bisschen an Changeling erinnert hat. Das werde ich mal Yamera schicken. Vielleicht kann die das für ihre Karibik-Sache verwursten. Wir haben Mangos gekauft. Frisch aus dem Campo, also frisch hier aus dem Dorf oder vom Land. Wie gesagt, Hut. Ist jetzt nichts Tolles, hat auch nur 1 Euro gekostet. Aber ich dachte, naja, besser als nicht haben. Ich habe einen Aussteller mit afrikanischen, relativ neumodischen Sachen gefunden. Aber ein cooles Holzpanel war dabei. Und das ist so das Kulturideste, was ich hier gefunden habe heute. Ich glaube, ein bisschen so. Und ja, mir ist auch direkt irgendwie ein Abenteuer eingefallen von Touris in Spanien. Also für Cthulhu Now oder ja, wahrscheinlich eher Cthulhu Now. So ein One-Shot, die genau das machen, was wir gemacht haben. Nach Njeche auf den Mercadillo gehen, auf den Markt. Und sich da so ein Ding kaufen, zu Hause hinstellen, noch abends eine Dose Cruz Campo, das ist das lokale Bier, hier trinken. Und dann passieren halt seltsame Dinge. Ich werde das nachher mal aufschreiben und dann direkt an der G7 weiterlesen. Jo, wir machen es jetzt ins Auto und mal gucken, ob wir noch zum Balkon der Europa. Das ist so ein Balkon hier am Meer fahren. Auf jeden Fall melde ich mich nochmal. Bis später. Wir sind zurück in Fengerola oder Fencherola, wie die Deutschen sagen, in Los Balites, zurück vom Markt von Njeche. Das ist super cool hier, Armutsbuden und hier fette Villa mit Sicherheitszaun. Das ist der Hammer einfach. Diese gesellschaftlichen Unterschiede hier in Spanien, die sind so ultra krass. Mein persönliches Highlight ist die Autobahn. Es gibt eine A7 und eine AP7. P merke ich mir für Pesetas, das ist eine bezahlte Autobahn mit Maut. Das ist eine hammergeleckte Straße. Da ist kein Riss zu sehen, aber auch kein Auto, weil keiner der Spanier für den Weg bezahlen will. Wir fahren dann auch immer über die A7, weil die unbezahlt ist. Und da sind auf der Autobahn Kreisel, man fährt durch Städte, man hat Vorfahrt zu beachten, also muss anderen Leuten Vorfahrt gewähren auf der Autobahn. Ist schon ziemlich krasser Scheiß. Aber ja, so ist es halt. Südspanien ist eigentlich eine Riesenmetropole entlang der Küste. Und ja, wir sind jetzt zu Hause, ich trinke ein Bier, wir sehen uns später. Es ist jetzt abends, wir sitzen im ganz gemütlichen Café, haben gerade eine vegetarische Pizza gegessen in The Corner Coffee Pizza and Burger Barista. Es ist so ein nettes Goodie, dass die Bedienung hier einen schönen englischen Akzent hat, obwohl der Spanier ist. Ich finde, das ist ganz lässig. Klar, geht man eigentlich nach Spanien, um Spanier zu treffen und Spanisch zu bestellen und für eine Pizza zu bestellen, wird es glaube ich auch reichen. Aber ja, ich fand das jetzt in dem Moment ganz lustig. Trinken gerade meine Frau Wasser, ich Apfelschorle. Die Apfelschorle musste ich selbst mischen. Also ich habe da eine Flasche Wasser, Sprudel und eine Flasche Apfelsaft bekommen, aber hey. Ansonsten habe ich heute jetzt den ersten Teil der G7 fertig gelesen, den Albtraum ohne Ende. Ist ein schönes Abenteuer. Hat am Ende so ein bisschen einen kleinen Hänger. Und zwar habe ich die letzten 2 Kapitel im Buch fertig gelesen. Ich habe das Buch aus der 3. Edition dabei und den PDF aus der 4. Edition. Das Tablet hat den Geist aufgegeben, der Akku musste geladen werden. Deswegen habe ich den Rest in einem Buch gelesen. Und das Ende im Buch, die 3. Edition, war richtig 3. Edition. Das war richtig gerades Railroading, Monsterfarmen und so weiter. Das fand ich ein bisschen unglücklich gemacht. Ansonsten ist das Abenteuer echt schön, hat oft eine Menge Verzweigungen dabei, wo man so leichte Story-Twists drin hat, ist keine Story-Arc-Twists, aber leichte Story-Twists, es werden viele NSCs schön eingeführt am Anfang, die später wieder auftauchen, für die spätere Kampagne wichtig sind, da ist der 4. Edition auch beschrieben, hey, die sterben lassen brauchst du später nochmal, in der 3. jetzt nicht so ganz, also da haben sie wirklich nochmal dran gearbeitet zur 4. Edition, das finde ich ganz gut, aber ich werde mich auf jeden Fall nochmal mit Pölle oder einem anderen G7-Meister beraten, wie man da das Ende noch ein bisschen runder machen kann, also das Ende war mir zu eckig, da geht noch mehr, denke ich. Da kann man noch mehr gestalten. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen halte ich es sehr, sehr allgemein. Aber da geht noch was, bin ich sicher. Morgen geht es dann weiter mit dem 2. Teil vom 1. Buch G7, Meister Dämonen. Ich glaube, es ist die Pforte des Grauens. Ich nagelt mich nicht fest, ich weiß es jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, ich bleibe dran und kämpfe weiter an dem Ziel, zumindest die G7 im Urlaub durchzulesen, ob ich jetzt Rise of the Rune Lords schaffe, das habe ich schon mal ein bisschen weiter weggerückt, aber die G7 ist mir da jetzt wichtiger.
Und ja, ich würde sagen, das war's mal für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.